Ganz ruhig, Ponys. Es ist eine Bettdecke. Ja, meine Bettdecke. Danke, Izzy. Auf jeden Fall bin ich jetzt super traumatisiert. Hoffentlich kann ich noch Schlaf finden. Du musst nur die Augen schließen, Pegaschafe zählen und... Glitter, 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 glitter. Ja, ja, glitter, glitter. Oh, ja, ja, glitter. Glitter, 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 glitter. Ja, glitter. Oh, ja, glitter. Ja, so ist wie ein Einhorn singt, gleich am frühen Morgen. Aufwachen. Wir haben nicht mal geschlafen. War das mein Diadem da? Alles ist ruiniert. Sunny, du musst etwas unternehmen. Izzy wird zur absoluten Albtraum-Mitbewohnerin. Sicher nur so schlecht gelaunt, weil sie nicht viel nicht geschlafen haben. Und wo ist denn meine Zahnbürste? Hey, Sunny! Du hast echt tolle Ohrenreiniger. Oh ja! Aha, meine Ohren haben noch nie so minzfrisch geduftet. Okay, wir müssen etwas tun. Aber Izzy direkt darauf anzusprechen, ist viel zu unangenehm und beschämend. Oh, fragen wir Hitch. Er hat sicher eine Lösung. Ja, er erlebt ständig unangenehme und beschämende Situationen. Ich kann euch eigentlich nur empfehlen, ehrlich zu Izzy zu sein. Als ein Pony des Gesetzes kann ich euch sagen, dass Ehrlichkeit im Grunde immer das Beste ist. Hey, geht das auch leiser? Ich versuche hier etwas Ruhe zu finden. Einen Moment, ja? Oh, das ist aber reizend. Mein Lieblingstee. Danke, Hitch. Und entschuldigt die Störung vorhin. Ein wenig Aufmerksamkeit bewirkt manchmal Wunder. Ah. Was soll ich davon halten? Ihr habt mir eine Kiste besorgt. Ich liebe Kisten. Bestes Geschenk aller Zeiten. Izzy, das ist eine Schachtel und dein Geschenk ist da drin. Gehört alles dir. Jetzt musst du unsere Sachen nicht mehr benutzen. Denn irgendwie ging einem das auf die Nerven. Hey, Ehrlichkeit ist immer am besten, oder? Oh, wenn das so ist, will ich diese Geschenke gar nicht. Ehrlichkeit! Ich habe Selfies beim Frühstück gemacht, so wie Pip. Hab mich frisiert wie Zip und die Ohren geschoppt wie Sunny. Ich habe noch nie mit Freunden zusammen gewohnt. Ich wollte so gern dazugehören. Wären wir nur von Anfang an ehrlich gewesen. Izzy, du musst deshalb nicht versuchen, dich an uns anzupassen. Denn du bist perfekt, wie du bist. Oh, großartig! Denn sich anzupassen ist, ziemlich anstrengend. Ich will nur kurz... Wir arbeiten daran.